Herzlich willkommen zurück zum byzantinischen Kaiserreich. Mittlerweile doch schon fast wieder die alten Grenzen erreicht, die es zur größten Ausbreitung unter Justinian hatte. Hier im Osten fehlen noch ein paar wichtige und ja, Teile Italiens fehlen noch. Und das ist leider alles ein bisschen verstrickter und schwieriger, als man denkt. So, wir haben ein bisschen Geld auf der hohen Kante und das sollten wir auf jeden Fall nutzen. Wir müssen langfristig gegen die Perser Krieg führen. Dementsprechend sollten wir eventuell auch Festungen bauen. Hier haben wir eine Hochebene. Tatsächlich denke ich, sollten wir vielleicht dann hier noch eine Festung errichten. Ich mache das dann mal. Hier ist nur Trockenland. Dann können wir theoretisch die abreißen, weil wir dann dort eine haben. Und die dann nicht einfach hier durchbrechen können. Weil hier Berge sind. Dann darf die weg, dass wir uns ein bisschen Geld sparen. Die hier darf bleiben. Um das Hinterland ein bisschen abzusichern auch noch. Was ist denn hier oben? Die kann weg, oder? Ist das Hochland? Das ist wahrscheinlich Grünland, ne? Ja. Hier ist alles so grün und Ackerland, Steppe. Die sind nicht so gut. Hier haben wir aber auch Steppe. Ja, ich denke, es macht jetzt keinen Sinn, hier diese ganzen Gebiete noch mit Festungen abzusichern. Das sichere ich lieber hier diese Grenze, die ja wichtig ist, ab. Bau die Festung hier nochmal aus. So, dann... Tja, hier müssten wir mal überlegen. Hier wollte ich, glaube ich, auch nochmal eine Festung irgendwo bauen. Berge, Hügel... Ja, wir könnten hier auf Hum nochmal eine Festung bauen. Um wenigstens hier die Grenzen abzusichern. Oder vielleicht hier schon auf dem Hügel. Ich glaube, ich mache es hier schon auf dem Hügel. Eine Festung. Jetzt haben wir schon leider kein Geld mehr. Diese Festungen sind immer sehr teuer. So. Wir überprüfen hier direkt nochmal, ob die Niederlande immer noch dabei sind. Die Rekrutenreserve der Niederländer ist wohl recht gering. Oha. Leider hilft uns wieder mal niemand anderes. Die Franzosen sind total verschuldet. Die Bayern machen es nicht wegen unserer Reputation. Unfassbar. Na gut, dann lassen wir mal die Zeit weiterlaufen. Da wird es jetzt wahrscheinlich einige Rebellionen gleich geben, weil unsere Unruhe total hoch ist natürlich. So, in Treviso und Verona. Da sollten wir gleich mal die Armee hinschicken. Und ich glaube, ich werde mal unseren Erben, der ist nämlich nicht so gut, oder? Ja, der hat den gleichen Wert wie seine Mutter. Einen Wert von 6. Oder wir sorgen dafür, dass... Kann die Kaiserin eigentlich... Ne, die Kaiserin kann natürlich nicht kämpfen. Ne, dann nehmen wir den Erben. Ab nach Verona. Gut. Ja, Korsika, das ist ein bisschen problematisch hier derzeit. Der Rest ist in Ordnung. Ja, ja, gut, jetzt im Mamelukengebiet natürlich wird es Aufstände geben, das ist klar. Wobei, bleibt mal ihr hier noch. Und dann geht ihr einfach mal dorthin. So. Ihr werdet hier alles kontrollieren, dann passt das. Und wir können hier gleich mal Nahkampf-Armeeanführer verbessern. Ich spare noch ein bisschen die Admin-Power jetzt. So. Schön ist, wir haben richtig viel Rekrutenreserve und es wächst auch ordentlich mit 2000 monatlich. Das ist schon stark. Können wir jetzt auch mal wieder unsere Truppen ein bisschen ausbauen. Dann haben wir hier wieder eine starke Armee. Oha, jetzt... Ui, es sind aber riesige Revolten, die hier kommen. Um die wir uns jetzt kümmern müssen gleich mal. Naja, die werden hier wahrscheinlich Gebiete besetzen. So. Gibt es hier schon nochmal was? Jawohl, 12%, die muss weg, die Überdehnung. Okay, die Feinde hier besiegen wir, haben dafür aber trotzdem einige Verluste, deswegen warte ich hier mal, bevor ich
gegen die zweite Armee marschiere. Wie sieht es jetzt mit Ungarn aus? Können die endlich es schaffen, mal die Revolution zu verstärken? Oh nein, was haben wir denn jetzt? Ah, die Franzosen. Entweder die Beziehungen mit den Franzosen werden sehr, sehr schlecht. Oder wir bekommen noch mehr Unruhe. Beides ist unschön, aber wir können es uns eigentlich nicht erlauben, die Franzosen als Feind in dieser Situation zu bekommen. Die Spanier sind noch nicht besiegt. Wir brauchen die Franzosen. Oh, wie bitter ist das? Jetzt kriegen wir noch mehr Unruhe. Das wird noch mehr Rebellionen hervorrufen. Jetzt muss ich mal schauen. Wir haben hier niemanden, der gegen Unruhe gut ist. Das ist eher schlecht. Ich schau mal, ob wir hier jemanden bekommen können, eventuell. Ich wechsle den mal aus. Schauen wir mal, ob da jemand gegen Unruhe kommt. Haben wir noch? Ja. Die haben wir noch genügend Jahre. Nee, es kam wieder jemand für Produktionseffizienz. Ist ja lächerlich. Ach verdammt, jetzt waren hier die Rebellen schon wieder erfolgreich. Müssen wir uns mal drum kümmern. So, hier. Und jetzt schauen wir noch mal kurz. Jawohl, Unruhe minus 2. Den haben wir jetzt gebraucht. Das war wichtig. Auch wenn wir dadurch einen Machtpunkt weniger haben. So, in Treviso, wie erwartet, gibt es ebenfalls eine Armee, die wir besiegen. Relativ eindeutig. Ich meine, wir sind militärisch sehr stark. Da kann keiner was sagen. Was ist denn mit den Ungarn? Wieso wird da jetzt kein Frieden geschlossen? Jetzt gibt es sogar wieder ungarische Revolutionäre. Ungarn ist doch noch revolutionär. Das ist sehr, sehr abstrus, das Ganze hier. Zypern ist noch gefährdet, hier oben die auch leider. Schaut mal, den Süden hier haben wir schon unter Kontrolle. Sehr schön. Das heißt, ich bringe mal hier hoch mit unserer Flotte. Hier gibt es auch jetzt Rebellen. Syrische Nationalisten. Aber das wäre natürlich auch interessant, wenn es hier in Syrien entstehen würde. Jawohl! Die Revolution wurde vernichtet. Ungarn ist wieder ein Königreich. Sehr schön. Aber das Problem ist, es gibt schon wieder ungarische Revolutionäre. Das ist eher nicht so schön. Und bereitet uns Kopfzerbrechen. So, und hier Ad Kunyunlu wird immer noch geschützt, oder? Von den Persern und den Mamelucken. Die Russen wären sogar gerade nicht dabei, aber die Perser sind halt schon stark. Aber ich meine, wir könnten gegen die Perser Krieg führen, ohne dass Vishaya Naga dabei wäre. Aber wir müssen uns jetzt erstmal um unsere Unruhen kümmern. Schaut mal, hier sind sogar Teile unabhängig geworden. Kalmück? Höchst interessant. Ach nee, das ist ein Vasall von Russland, okay. So, die Transportflotte ist deutlich größer geworden. Wir haben nicht mal eine Grenze hier zu Persien, das ist unschön. Das wiederum bedeutet, ich werde mal hier Truppen rüberziehen. So. Okay, der Rest scheint einigermaßen unter unserer Kontrolle zu sein. Österreich hat Ungarn den Krieg erklärt. Ja, sollen sie machen. Hier sind die Niederländer leider immer noch dabei, falls wir angreifen. Bei Siena auch die Niederländer dabei, aber nicht mehr Frankreich. Oder war das nur bei Urbino? Ne, bei Urbino ist Frankreich dabei. Ah, das ist etwas unschön hier. Und bei Savoyen ist, glaube ich, auch Frankreich dabei, oder? Ne, Bayern und die Niederlande. Sind das alles Protestanten, ja? Unfassbar. Und die Niederlande überrennen hier alles. Die sind so stark und mächtig. Man glaubt es kaum. So.
So, ich wollte wieder etwas bauen. Und zwar immer noch ein paar Zahlhäuser, die lohnt sich richtig hier. Die bringen ordentlich Geld in die Kassen. Oh, verdammt, wie stark hier die Spanier sind. Selbst die Franzosen sind recht stark geworden hier. Also Kolonialmacht sind wir leider nicht. Nur eine kleine am Rande. Ach, ausgerechnet in Korsika. Wo ist unsere Flotte? Bringen wir schnell hier die Armee nach Korsika. Dauert wahrscheinlich zu lange. Nö, die Österreicher bekommen kein Durchmarschrecht. Inkompetente Diplomatie. Das ist nicht so gut, aber erinnert mich daran. Erstmal hier Beziehungsverbesserungen wieder weg. Was erinnert mich das? Beziehungen verbessern bitte mit Frankreich. In den Niederlanden haben wir es erst gemacht. Preußen ist wieder recht stark geworden. Da werde ich auch mal die Beziehungen verbessern. Das Begehren Provinzen eines Untertanen. Die Briten könnten langfristig noch nützlich werden. Ich werde hier auch mal die Beziehungen wieder verbessern. So, die erste Überdehnung geht zurück, sehr schön. Zoll auf Pelze, nein, wir machen keine Zölle mehr. Wir holen uns jetzt endlich mal noch die Technologie hier, dass wir wieder up to date sind. Ja, toll, die Venezianer fordern uns sogar noch heraus und haben uns beleidigt. Ah, diese Niederländer. Mit wem sind denn die Niederländer noch alles im Krieg derzeit? Brandenburg, Norwegen. Ja, dann sind sie natürlich im Norden abgelenkt, aber ich glaube, ich würde eher hier im Osten noch versuchen, Krieg zu führen. Auch wenn natürlich jetzt hier oben gerade keine aggressive Expansion mehr ist. Also eigentlich müssten wir mal wieder in Europa den Krieg führen. Und ich glaube, wir kriegen es nicht besser hin hier. Ich glaube, wir müssen langfristig gegen die Niederlande kämpfen. Aber kriegen wir hier, wir bräuchten halt einen Verbündeten an unserer Seite. Unsere Reputation ist nicht so gut. Und der Krieg zu weit weg angeblich. Wenigstens Bayern wäre noch eine Unterstützung. Reputation. Wann wird die wieder besser? 46 in einem Jahr. Okay. Gut, die Armee darf hier hin. Und hier ist wirklich alles unter Kontrolle. Alles ist grün. Das sieht gut aus. Dann wird. Ja, die Niederlande wollen natürlich wieder eine Staatsehe. Aber nicht mit uns. So, ja, erstmal müsst ihr bitte hier hin marschieren. Abgelehnt. Wir holen die nächste Idee hier. Vielleicht sollten wir sogar noch mehr Truppen rekrutieren. Ja, wir könnten noch 100 Truppen rekrutieren, das sollten wir dann, denke ich, auch machen. Dass wir genügend Männer haben. Was sind denn hier so die Versorgungslimits? Oh, die sind schon recht hoch hier, nicht schlecht. Ich glaube, dann erhöhen wir mal unsere Armeen hier. Um 46, 48, 49, 50. So. So ein paar 50er Pakete. Und nochmal eine. Können wir uns eine Full-Stack-Armee leisten? Das Problem sind bei uns eher die Kosten, dass alles so teuer ist. Grundarmee. Zwei Grundarmeen zusammen sollten dann. Aber wir können uns gerade die neue Grundarmee nicht leisten. Kostet zu viel. Vier
420 brauchen wir zum Bau, das sollten wir aber auch bald haben. Und dann haben wir, denke ich, ganz gute Truppen rekrutiert nochmal. Niemand wird sich uns mehr in den Weg stellen. Wir sind das byzantinische Kaiserreich. Die Erben Roms. Zack. So. Damit sollten wir relativ nah am Limit sein. Und es ist schon wieder ein Befehlshaber gestorben. Unfassbar. Ja, wir sichern uns schon mal ein bisschen patriarchale Autorität. Ja, Österreich ist hier recht stark. Festigungsexperte, das lohnt sich nicht. Unmoralische Preise, wie bitte? Ja, dann nehme ich mal einen Kredit auf. Ende des englischen Bürgerkrieges. Die Parlamentarier haben wieder die Ordnung hergestellt. Na gut, haben sie das eben gemacht. Wir rekrutieren einen neuen Mann, 3 Sterne, perfekt, so muss es sein. So. Hier die Truppen verbinden. Und auch hier nochmal rekrutieren. Auch ein 3-Sterne-Mann. Ja, why not, ne? Oh ja, Stabilität, das haben wir jetzt auch gebraucht. Ja, nochmal ein 2-Sterne-Mann. Perfekt. So, jetzt haben wir wieder ordentlich rekrutiert. Hier haben wir sogar auch noch eine Armee, die können wir mal wieder auch ein bisschen dahin ziehen. Jetzt will ich doch nochmal gucken. Ah, wir haben da leider kein Glück. Ha, die Bayern aber helfen uns. Sehr schön. Preußen will nicht, weil es zu weit weg ist. Dann holen wir die Bayern immerhin dazu. Und dann ist es jetzt halt mal so, wie es ist. Dann müssen wir jetzt mal hart kämpfen gegen die Niederländer, was natürlich sehr schade ist. Und zwar natürlich nicht diplomatische Beleidigung, das wäre jetzt echt ärgerlich. Imperialismus als Kriegsgrund. Wir wollen alle 3 Gebiete von Venedig haben. Und wir, würde ich sagen, bestätigen, spricht eigentlich nichts mehr dagegen. Der Krieg wurde erklärt. Ja, das Problem ist natürlich die Flotte, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Habe sie nur ein bisschen ausgebaut. Bau die Flotte mal hier noch ein bisschen besser aus. Ein paar Galeeren dazu. Sollten wir uns leisten können. Ja, okay. Es gibt hier unten sogar Piraten, die habe ich gar nicht gesehen. So. Gut, es herrscht Krieg. Und natürlich sind die Niederländer alle dabei, wie es nicht anders zu erwarten war. 33, 37 Galeeren, grob 40 Galeeren haben sie. So, wir marschieren hier direkt mal nach Urbino. Und hier kümmern wir uns um die Armee von Urbino. Und wir lassen die Niederländer zu uns kommen, würde ich mal behaupten. Und ich hole mir, denke ich, dann auch einen Admiral, wenn es soweit ist. So. Imperialismus-Kriegsgrund gegen Swahili, okay. So sei es. Das ist kein guter, doch ein Dreierbelagerer. So, Urbino wurde besiegt. Die Armee hier einmal nach Norden, bitte. Die Festung. Wie viele Kanonen brauchen wir? 25 Stück. Wir haben 14. Dann haben wir jetzt genügend normalerweise.
Und dafür ziehe ich noch mal ein paar Leute ab. 14, 28. 8 Stück muss ich übrig lassen. Wobei, einen sollte ich auch noch hier lassen. Bedeutender Mann hat unsere Dienste verlassen. Okay. So, wir müssen jetzt schnell nach Bayern eigentlich und denen helfen. Ich mach das auch mal. Bayern müssen dann gegen die Niederländer kämpfen. So. Ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall den totalen Bonus. Natürlich haben wir nicht die Flottenhoheit. Ah, die Bayern rekrutieren sogar schon. Sehr schön, fleißig. So, unsere Truppen sind hier und können, denke ich, direkt mal die ersten Niederländer angreifen. In Ansbach. Machen wir Militärgeschwindigkeit hier. Ja, gleich mal gewiped. So gehört sich das. Auch hier oben findet schon eine Schlacht statt ohne uns. Das geht aber nicht. Vor allem, weil die Bayern sie verlieren. Sogar, die haben sie jetzt aber schnell verloren. Dann nehmen wir mal die Militärgeschwindigkeit wieder raus. Tun uns hier mal neu formieren. Und ein bisschen erholen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Truppen gegen die Niederländer, als wir derzeit haben. Dafür müsste diese Festung einmal fallen. Das wäre recht schön, wenn das ginge. Oder wir schicken noch hier die Truppen zur Verstärkung. Ich glaube, das mache ich mal noch. Okay, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Dann lassen wir mal die Zeit weiterlaufen. Die wollen jetzt hier im Osten angreifen, oder? Trauen sich nicht so richtig. Die haben Berlin erobert, sehe ich jetzt auch erst. Die Maschinen hier mit großen Armeen auf jeden Fall. Wir müssen unbedingt diesen Flottenkampf gewinnen. Also, wie viel haben die? 37, 38 Galeeren. Wir sollten bald genügend haben. Wo sind unsere Großkampfschiffe? Habe ich nicht irgendwo noch welche? Ah, hier sind natürlich auch überall noch Venezianer. Ah, das ist unschön. Bringen wir mal die nach dorthin. Und ich habe einen freien Beraterplatz, den muss ich auch füllen. Ach ja! Moral der Flotte wäre jetzt, denke ich, genau das Richtige. Machen wir das mal. Boah, hier. Komm, wir suchen die Schlacht bei Eger. Ah, jetzt trauen sie sich wieder nicht. Die feigen Hunde. Feiglinge. Allesamt Feiglinge. Dann greife ich eben Leipzig an. Konnten sie wieder stellen und besiegen. Ich glaube, wir sind stark genug, hier einzumarschieren jetzt. Und hier runter zu marschieren eventuell. Nee, oder? Vielleicht kriegen wir die. Dort oben. Wir können uns noch eine Fähigkeit leisten. Ich glaube, der Artilleriebonus wäre nicht schlecht. Ja, ich glaube, wir holen uns jetzt den Artilleriebonus. Sonst sollten die Festungen noch schneller fallen. Ah, die Piraten oder was?
das eben so. Kommen die noch rechtzeitig? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Oh, verdammt! Die Niederländer haben uns hier aufgelauert. Ich hol mal den General hier. Thema. Ne, wie heißt der? Justinianus. So, dass sie uns nicht ohne General erwischen. Komme ich doch mal noch dazu nach Wien. So. Hier werden noch Galeeren gebaut. Es fehlen hier Truppen oder was? Fehlen hier ernsthaft Truppen? 36, ja. Tatsächlich. Ach ja, ich wollte nach Anhalt. Es wurde etwas Unzufriedenheit geschürt, ist aber gar nicht schön. Nicht sehr freundlich. So, wir marschieren jetzt hier nach Norden. Und kommen zum Ende der Folge. Beziehungen mit Preußen haben wir wieder verbessert. So, bis jetzt nur 1% Kriegsstand, weil das hier sich echt lange hinzieht. Aber mit der Flottenüberlegenheit, die wir jetzt haben sollten, müssen wir das eigentlich hinbekommen, oder? Also ich meine, die Venezianer sind natürlich stark zu See. Müssen wir mal schauen. Eventuell besiegen wir sie einzeln, holen noch unsere restlichen Schiffe. Und bevor ich es nämlich vergesse, hole ich auch direkt mal einen Admiral. Ist leider ein schlechter Admiral, aber ja, wir schauen, was wir hinbekommen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.